Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich werde vergessen, mein Mikrofon runterzudrehen. So. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Wie ihr seht, Paperbound. Ich habe es schon einmal angespielt gehabt, die englische Version. Videomaterial musste ich leider verwerfen, da mein Hauptaugrummisch gesponnen hat und. Ja, die Aufnahme war halt nicht zu gebrauchen. Da hätte ich nicht mal Bildmaterial gebrauchen können. Und wenn, dann will ich euch ja was Vernünftiges liefern. Deswegen spielen wir das jetzt einfach mal nochmal. Ich werde auch nur das erste Level mit euch spielen. Oder die erste Karte, je nachdem, wie man es nehmen will. Das dauert gerade ein bisschen länger, das ist die deutsche Version. Mal gucken, da könnt ihr hier sehen, Informationen. Da seht ihr Altersstufe 4, Version 1.0 und Sprachsteuerung ist keins. Und dann haben wir das nämlich nochmal. Wo haben wir das denn? Da. Und Informationen. Da ist dann auch Version, ist Altersstufe 3. Können wir das auch mal starten, dann seht ihr, dass da eigentlich jetzt kein Unterschied ist zur deutschen und englischen Version. Ihr habt eben gesehen, ein englisches Menü. Ich sage euch gleich von Anfang an, das hat einen sehr hohen Suchtfaktor, das Spiel. So, und da seht ihr das, wie eben. Oh ne, hier steht es jetzt in Deutsch da. Jeder gegen jeden Team, Steuerung, Optionen, das ist cool. Weil die deutsche Version, ich wusste jetzt nicht, dass es die englische Version war, was ich zuerst gestartet habe. Das ist jetzt jedenfalls die deutsche Version. Ich werde als erstes mal Musiklautstärke, mach ich mal auf 5. Soundeffekt und so lasse ich alle dran. Jeder gegen jeden Team, Steuerung, so. Machen wir jetzt erstmal jeder gegen jeden. Machen wir ein klassisches Versus. Und ich nehme. Welchen nehme ich denn? Ich hatte. Den hatte ich schon. Und den hatte ich. Der ist, glaube ich, in der englischen Version nicht mit bei. Hier auch nicht. Ah, Guacamole kenne ich. Ich glaube, da waren einige in der englischen Version nicht mit bei. Wir nehmen jetzt einfach mal Eddie. So, Arena-Auswahl. Wir nehmen als erstes die. So, weil die hier ein bisschen komplizierter ist. So, ihr seht, er hat mich jetzt geschlagen. Ich kann hier hoch zur Decke und so. Wo waren jetzt mein Schlangen? Achso, das war das da. So. Zack. Uah, shit, der hat mich erwischt. Der schlägt mich. Also, jetzt habe ich eine Glückssträhne. Das war auch nur eine Glückssträhne. Thank you.
Ach, Kacke. Man muss nämlich hier ein paar Mal gewonnen haben. Zack. Und dann kommt nämlich so ein Strudel. Und da muss man denn hin. Und wenn man das nicht schafft, wenn der ihn dann vorher killt, dann ist der Strudel weg. Und dann muss man dann halt nochmal machen. Da eigentlich Arena-Auswahl gemacht. Nicht verlassen. Ich zeig euch mal meine Lieblingsarena, auf der ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gespielt habe. Buch des Todes warten nicht. Ich glaube, was Skull Knight. Was Skull Knight? Nee, der wartet hier oben. Sind gar nicht die Arenen, die ich hatte. Sind das hier Englisch? In der englischen anderen? Ach, das war es. Genau, das ist. Hier hat man ein bisschen mehr Schutz und ein bisschen mehr Deckung. Also das ist schon ganz clever gemacht. Ihr seht jetzt hier, dass wir praktisch vier Plattformen haben, wo wir uns dann halt unten. Gespielt. Das hat mich am Anfang ganz schön. Ah, fuck! In den Bann jetzt mit Spiel. Ah, komm her, komm her, komm. Ja, der will wieder seine Schere schmeißen. Zack! Hier hat man so ein bisschen den Dreh raus. Er versucht halt erstmal alle locken. Ach, jetzt hat er aber gewonnen. Oh, jetzt hier Winter. Sah eben so gut aus für mich. Jetzt sieht es wieder gut aus. Wenn er auch so bleibt. Ach! Oh, der Penner, der. Ja, das ist ein bisschen tricky hier mit diesem Hin und Her. So, jetzt habe ich hier meinen Tunnel. Ach, ist weg ist er. Habt ihr ja gesehen, dass er gerade weg ist. Ach, der geht mir aber tierisch auf den Puffer hier gerade. Der versucht natürlich mit allen Mitteln. Wegen das so zu machen, dass ich da nicht hinkomme. Ja, und ich hab's aber neu geschafft. Und somit habe ich gewonnen. So, aber wir haben ja schon wieder gemacht. So, Tempel der Götter. So, und das ist es auch. Ich möchte euch da jetzt nicht zu viel verraten, aber man hat halt auch noch andere Möglichkeiten hier im Spiel. Ach Quatsch, wir sind ja gerade mal bei 9 Minuten. Mensch, da können wir ja noch. Wir haben noch Teammatch, Steuerung.
Teammatch. So, hier beim Teammatch klassischer Versus könnt ihr jetzt 1 gegen 1, das werde ich euch jetzt nur noch mal zeigen. Ich habe jetzt hier keinen da. Erobere die Feder. Letzter Überlebender und lang lebe der König. Links steht dann natürlich, was ihr dafür erfüllen müsst. Hier zum Beispiel seid der letzte Spieler. Ja, also, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Und bei jeder gegen jeden, hier haben wir dann noch Überleben und lang lebe der König. Sind alle so verschiedene Modis. Gibt es im PSN, im Deutschen, im Österreichischen, im UK, im US, also im ganzen PSN. Ist ein sehr schönes, kleines Spiel. Ich muss ehrlich gestehen, die englische Version, ich habe sie am Anfang extrem gesuchtet. Also ich habe, glaube ich, 3/4 Stunde, das war das erste Video, was ich aufgenommen habe. Ich habe da jeden Modus durchgespielt. Also angespielt und danach habe ich noch weiter gespielt, weil ich nicht weggekommen bin, weil es ist sehr simpel. Man muss halt nur den Gegner besiegen. Ist auf manchen Levels ist es ein bisschen tricky, da durchzusehen. Ihr habt jetzt gesehen, jetzt ist es ziemlich einfach gewesen. Ich habe oben eine Decke, wo ich dran langlaufen kann. Ich kann habe den Boden links und rechts. Ich habe dazwischen 4 Balken, wo ich oben oder unten drunter laufen kann. Wo ich ein bisschen Deckung kriege, wenn er über mir ist, funktioniert richtig gut. In dem Level davor habt ihr gesehen, da habe ich nur ja, so ein paar Kreise. Oh, Entschuldigung. Ein paar Kreise, also so links und klein, dann so ein Halbkreis und so ein bisschen Zeug gehabt. Da ist natürlich ein bisschen schwerer mit Deckung zu machen. Das wird natürlich hier noch ein bisschen extremer, umso weiter die Level voranschreiten. Ich kann euch ja mal so ein paar Levels zeigen. Ach so, muss ich doch. Klassisch. Ich werd mal den jetzt nehmen. Der ist cool. Wir wollen ja nicht spielen, wir wollen ja eigentlich nur zum Buch kommen. Arena-Auswahl. So, wir fangen eigentlich an hier oben mit dem. Da haben wir dann praktisch das, was ihr in der Mitte, also rechts seht, das ist das ganze Spielfeld. Ja, natürlich dann groß. Oben, unten, links, rechts und dann diese Fleischknödel oder was das sind. Hier ist es natürlich, das habe ich auch gespielt. Kann ich da nur sagen, das war schon so ein bisschen. Ja, man hat da nur diese Muscheln, wo man, Entschuldigung, meine Katze, wo man sich so ein bisschen Deckung geben kann und das ist dann an manchen Stellen schon echt knifflig, den Gegner da zu besiegen. Hier ist es schon ein bisschen was einfacher, weil hier hat man ein bisschen mehr, ja, einfacher nicht, ein bisschen verwinkelter, man hat ein bisschen mehr Deckung, aber wenn man dicht nebeneinander ist oder den gerade verfolgt oder so, dann kann schon mal Probleme geben, dass man irgendwie eine Sackgasse ist oder praktisch falschen Knopf drückt oder was weiß ich. Da ist es dann schon ein bisschen, auch manchmal ein bisschen tricky. Dann haben wir hier, das ist relativ einfach, man hat oben unten ein bisschen Deckung, so wie so ein Dach. Hier hat man dann so die 4 Knüppels und eine Mitte Vertiefungen. Hier hat man dann halt was lange dünnet, was lange dicket und auch so 2. Hier hat man das Auge. Dann das Schiff. Die Hufeisen. Ja. Und waren das andere? Das haben wir schon gemacht. Das waren 4 Ecke. Hier ist oben ein bisschen. Ja. Ach so, stimmt. Das sehe ich ja noch gar nicht. Weil ich das ja noch nicht durchgespielt habe. Dann kommt nämlich noch eine versteckte Arena. Irgendwo, wo war denn das? In welchem Buch war denn die versteckte Arena? Nee, dann kriege ich das andere oben freigeschalten. Genau so war das. Weil ich habe da noch diese, so eine Arena, die sich so dreht und leck mich. Das war echt. Puh. Ja, wie gesagt, ich habe die englische Version ganz schön gesuchtet. So, das soll es auch dazu soweit gewesen sein. Mal ein kurzes, knackiges Video. Auf jeden Fall ein Spiel, was sich lohnt, wenn man einfach mal so ein bisschen
abschalten will. Man braucht nicht viel denken. Ja, gut, man muss schon denken, aber halt, man muss halt keine großen Tastenkombinationen im Kopf haben. Man kann einfach drauf losspielen. Ein sehr einfaches, sehr simples Spielprinzip und ihr werdet staunen, wenn ihr einmal drinne seid, wie schnell auf einmal die Zeit vergeht. Ich habe ja angefangen, nach der Aufnahme habe ich ja weitergespielt, ja, beim ersten Mal. Und guck auf die Uhr, was? 3 Stunden später? Leck mich an der Dash. Ja, und da musste ich dann doch dann mal dann aufhören und habe den nächsten Tag weitergespielt. Aber auf jeden Fall, wartet jetzt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ja, wenn ihr da noch Fragen habt, immer nur in die Kommentare posten. Ich versuche mein Bestes, euch da irgendwie zu helfen oder Fragen zu beantworten. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odi.